Ende Februar verkündet Sylvie Mais ihr Eheaus mit Niklas Castello. Da war das Paar noch keine 3 Jahre verheiratet. In der Bild-Zeitung bittet die Moderatorin damals um Verständnis, dass wir unsere Privatsphären schützen und daher keine Fragen beantworten werden. Einer, der ihr in dieser schweren Zeit viel Halt gibt, ist Sohn Damian. Zu ihm hat die 44-Jährige ein enges Verhältnis. Und das, obwohl der 16-Jährige in Dänemark bei seinem Vater Raphael van der Vaart und dessen Partnerin Esther Wanner Pohlmann lebt. Auch zu den beiden hat Sylvie eine enge Verbindung. Und noch einen Menschen gibt es, dessen Rückhalt sie sich sicher sein kann. Damians Freundin Victoria. Stolz postet die Love Island-Moderatorin ein Foto von sich und dem jungen Paar bei ihrem jüngsten Besuch in Dänemark. Dazu schreibt sie, mit meinen Kindern und ein Herz. Auch ein Selfie nur mit dem jungen Mädchen lädt sie bei Instagram hoch. Beide blond und mit strahlenden Augen sehen sich die Frauen sogar ein wenig ähnlich. Das finden auch die Follower. Einer schreibt, wenn das seine Freundin ist, hat er nach der Mutter gewählt. Im Juni 2022 taucht Victoria erstmals auf Sylvies Account auf. Schon damals spricht sie von Familie und wirkt sehr vertraut mit der 16-Jährigen. Wenn auch ihr eigenes Liebesglück gerade erst geplatzt ist, so freut sich die stolze Mama umso mehr über das ihres Sohnes.